most of the time I speak in English, but I do think in Danish. And the Danish word for design is formgivning, which literally translates into to give form to something. And I think at its finest, that is what design and architecture is all about. It is to give form to something that has not yet been given form. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Verleihung des Internationalen Hochhauspreises, des Preises der Stadt Frankfurt, der DEKA und des Deutschen Architekturmuseums. Dieser Preis schafft es immer wieder, die Entwicklungen des Hochhausbaus weltweit abzubilden. Das ist nicht selbstverständlich, dass dies in Frankfurt stattfindet. Die Stadt Singapur könnte zum Beispiel den Gedanken haben, warum findet der Preis nicht bei uns statt. Immerhin sind unter den 30 Projekten, die wir dieses Jahr nominiert haben, 7 allein aus der Stadt Singapur und ein Projekt aus Deutschland. Es steht in Frankfurt und ist die EZB. Wir haben eine wunderbare Vielfalt gehabt. Peter hat es auf den Punkt gebracht, es bildet zwar nicht das Baugeschehen ab, aber es bildet tatsächlich, wo es die Entwicklung hingeht im Bereich Hochhaus, Wohnungsbau, welche Herausforderungen in der Gesellschaft zu lösen gilt. Seien Sie alle herzlich willkommen in der Paulskirche zur 7. Verleihung des Internationalen Hochhauspreises und damit zum 12-jährigen Jubiläum dieses Preises. Vor World Trade Center in New York von Marquis Architects und Silverstein, dem berühmten Entwickler der gesamten World Trade Center Anlage. It is with my deepest appreciation that this project has been acknowledged by the jury. Thank you. Skyville at Dawson in Singapore von Voha Architects mit dem Bauherrn Housing and Development Board Singapore. Thank the jury also for recognizing the quality of this project. Wir haben eine Sonderanerkennung ausgesprochen. Nicht für ein einzelnes Projekt, sondern für einen Bauherrn. In diesem Fall Housing and Development Board, HDB aus Singapur. This award is really important, this special award, because it talks about our future. We will continue to share and exchange ideas with our international counterparts on challenges and solutions in planning and housing citizens, especially using the high-rise model. Der Gewinner ist nach meiner persönlichen Einschätzung dieses Jahr kein typisches Hochhaus. Man könnte sogar fragen, ist das überhaupt ein Hochhaus? Man könnte fast von einem ikonenhaften Projekt für die Stadt New York, für den Stadtteil Borough Manhattan sprechen. Meine Damen und Herren, der Internationale Hochhauspreis 2016 geht an Via 57 West Manhattan, New York. Seine eigentliche Form zu erfassen? Nicht ganz einfach. Eine Pyramide? Nein, nicht ganz. Ein Wolkenkratzer? Aber mit einer spitzen Seite? Und dann noch Bäume mittendrin? Also ein Gebäude mit Innenhof? Trifft's auch nicht ganz. It's like this,
Es ist eben eine überraschende Kombination von zwei völlig unterschiedlichen Gebäudetypen. Einmal der typische europäische Innenhof und das andere ist der amerikanische Wolkenkratzer. Wenn man die zusammenbringt und der Hof noch Licht haben soll, in Europa hat er das ja mit nur 5 Stockwerken drumherum, aber als Wolkenkratzer wird es natürlich zu dunkel werden. Deshalb kommt so etwas Asymmetrisches heraus. Wick produziert Bilder, die sich sofort einprägen. Das bedeutet nicht, dass die Projekte einfach sind. I'm especially excited to be receiving this award here in Frankfurt, also known as Manhattan. Of course, I would very much like to express my gratitude to the jury, to the city of Frankfurt, to DECA, and now over to my friend Douglas. I just want to thank you again, and on behalf of everybody who worked very hard to create this building, thank you for this award.